Ich eine Revolte haben. Ich sehne mich nach einem Kampf. So. Erstmal Gen wechseln. In einen Nahkampf-Gen. Und dann holen wir uns die Söldner, die alle sind, damit die Makedonen das nicht tun können. Das kostet zwar einen Arsch viel Kohle. Aber das ist es wert. So, Pella hungert jetzt. Werden die gleich ändern, weil die bestimmten Schreien des Poseidon bauen werden. Oh, ich habe da so ein bisschen Schiss davor, die Runde jetzt zu beenden. Oh je, ey. Oh je. So ein bisschen Schiss habe ich gerade. Ja! Oh, sie ziehen ab. Oh, geil. Ist das geil, Leute. Wir betteln nicht. Moin, Aski. Ja! Das freut mich so sehr, ey. Das ist immer so die spannende Phase am Anfang des Odrysen-Let's Plays. Weil es halt hardcore drauf geht gegen die Makedonen anzukommen. Weil die sind halt erstmal so der Brocken Nummer 1. So. Jetzt schmeißen wir unseren anderen Gen rein. Weil ich jetzt weiß, dass sie überlebt hat, ey. Fuck. Und wir gehen auch gleich nach Pella. Aber ich lasse die erstmal ein bisschen hungern noch. Und ich muss mich auch ein bisschen erholen. Die Söldner müssen raus, ey. Die sind so teuer. So, wir können jetzt hier einen Taktiker hinterher schmeißen. Ich hole mal rüber, dann kommen wir schnell hier hin. Ich sehne mich nach einem Kampf. Ich könnte jetzt behalten. Nächste Runde angreifen, da kann man hier schön Söldner holen. Könnt ihr aber auch rausschmeißen und mir noch mehr holen. Aber das. Ich schmeiß die raus. Wir gehen nach hier. Und wir holen uns gleich eine Söldnerarmee. Weil es ist so der Vorteil der Balkannation. Wie bitte? Römischen, griechischen Siedlungen eingenommen hatte und die Steinmauern erhalten. Die Steinmauern sind ja automatisch vorhanden hier. In der Provinzhauptstadt. Es gibt aber eine Mod, die sorgt dafür, dass man in der letzten Baustufe der Siedlungen auch nochmal eine Mauer hat. Aber die ist halt nicht so Bombe. Guten Tag, Playmaker. Unsere Reihen füllen sich ja langsam wieder. Schön. Freut mich. Freut mir mega. So. Also vorhin haben wir nur 28 Zuschauer gleichzeitig maximal geschafft. Vielleicht schaffen wir doch mal die 30 heute. Wie sieht's denn hier aus? So schwach ist die Garnison nämlich auch nicht. Wie kann ich euch helfen? Drohung, klauen wieder schön Nahrung. Für den Stamm. Du schaffst es allen Ernstes nicht. Bewegt euch! Dein Ernst? Fucking shit, ey. Auf Reisen ich sehne mich nach einem Freiheit. Kampf. Dahin kann ich nicht gehen. So. Ich erwarte eure Befehle. Das freut mich, Mark William. Das hilft mich wirklich mega. Also, wenn jeder von euch sich ein zweites Gerät aufmachen würde und damit sich den Stream anschaut, das würde enorm helfen. Weil dadurch wird man schneller gefunden. Und das erzeugt dafür, dass mehr Leute diesen Spaß an diesem Kanal haben können hier. Also wenn ihr mir helfen wollt, das wäre auf jeden Fall nice von euch.
Du holst hier doch mal ein paar Plänker dazu. Es tut halt weh, dass jetzt hier drüben die Einheiten schon haben, aber gut. Für den Stamm! Hier gibt es halt fett Söldner, wie ihr sehen könnt. Und beende mal die Runde. Hier habe ich auch gerade aufgemacht. Mir läuft jetzt auch das Stream auf mein Handy drauf. Oh scheiße, letzte Stab nach Pulpo Deva, ey. Das heißt, wir werden gleich mal einen Gendort holen müssen. Die Zeichen sind eindeutig. Ein Abkommen zwischen uns würde die Götter erfreuen. Ich wünsche nicht, sie zu erfüllen. Ja, danke dir. Da bin ich dir echt dankbar für. So, jetzt krallen wir uns Pella, Leute. Und ich hoffe mal, dass der Gen hier drüben kein Gen ist, der zur Familie gehört, sondern einer von denen, der unwichtig ist. So. Ich würde mir gerne Imperator holen, Playmaker, aber ich habe die Kohle nicht dafür. Also, wenn jemand von euch so freundlich ist und mir 20 Euro spendet, das Spiel ist gerade im Angebot. Dann könnte ich es mir holen. Dann würde ich es auch streamen. Tatsache. Wie ihr verlangt. Ich sehne mich nach einem Kampf. Bereit. Sie sollen vor uns niederkauern. Sie sollen vor uns niederkauern. Oh, Glück gehabt. Die Siedlung wird belagert. So, Money haben wir. Die Stadt gehört uns, Leute. Haha! Einfach mal so ein super Chatbot mit 20 Euro. Ach man, ey. Das ist scheiße zu betteln. Jetzt machen wir richtig Money draus. Jetzt hat Pella wirklich fett Kohle verdient, noch ein letztes Mal. Und dann geht das hoffentlich. Ich erwarte eure Befehle. Wir haben aber wenigstens die ganzen Söldner weggekauft. So muss man es jetzt auch betrachten. Ich sehne mich nach einem Kampf. So. Dann bräuchte ich sogar nur 16 Euro Lautra. So. Holen wir die Söldner hier weg. Kann er die sich nicht mehr holen? Wir haben Kaff. Der Waffenschaden hat halt auch mega Spaß. Aber wir sind die Plankler, sind hier tatsächlich die bessere Wahl. Und hier ist auch der falsche Gen drin, fällt mir gerade auf. Kacke. Den habe ich nicht ersetzt. Warum mache ich das jetzt? Ich erwarte eure Befehle. So, jetzt müssen wir bauen. Und hier bauen wir Handwerkerunterkünfte und Kriegerhütten. Weil ich will hier draußen Militärprovinz machen. Was möchtet ihr besprechen? Wir müssen nach Athen gehen, weil Athen noch fest Kohle bringt. Und mit dem Spion. Mit dem schieben wir nach Thylis. Ja, Lautra, das war mein Statement, hä? Wie ihr verlangt. So, wir kaufen ihm wieder die Söldner weg. Aber wenn er keine Söldner sich holen kann, kann er seine Armee nicht verstärken. Das ist ja nicht ganz so große Gefahr. So. Runde beenden, bitte. Ja, der Angriff kommt. Ich habe damit gerechnet. Und wir gewinnen ihn. Das heißt, wir sind Makedonien los. Rom 2 ist ja auch ein mega geiles Spiel. Ich weiß, dass meine Welt besser ist, aber man möchte auch ein bisschen Abwechslung haben. Und Imperator Rom wäre halt eine nette Alternative in der Antike. Würde mich freuen. So, Thylis ist gerade der Meinung, sie brauchen ihre Armee nicht. Deswegen schicken sie die in die See. Na gut, das ist ja jetzt mal relativ entspannt ausgegangen, jetzt hier noch nach dieser Riesenschlacht. Also normalerweise hat man immer
nach, also habe ich versucht, die Schlacht mit Makedonien sogar zu meiden. Um es nicht ganz so riskant zu haben, aber das klappt jetzt hier sogar ganz gut. So. Ja, die arme Nation von TNT ist jetzt down. So, Lauter, du bist ja noch gar nicht drauf gekommen. Wir haben jetzt Folgendes gemacht. Wir haben jetzt alle mich unser Handy angeschmissen und da läuft jetzt der Stream hier nebenbei drauf. Und pushen wir mich ein bisschen. Kommen noch mehr Leute in den Genuss, das zu schauen. Wie kann ich euch helfen? Drei Nahrung. An die Arbeit. Mhm. Ups, Felix. Nachricht in YouTube-Chat hinterlassen. Ich lebe, um meinem Volk zu dienen. So, jetzt müssen wir die Happiness hier hochpushen. Und die Söldner hauen wir weg. Und ich brauche noch einen zweiten Armeenamen, Leute. Dann können wir die Runde jetzt erstmal beenden. So, Athen macht sich breit. Ich habe vergessen, meinen Würdenträger einzusetzen. Naja, gut, dann ist das so. Jetzt als nächstes schaffen wir uns die Thyles. Die Siegbedingungen, die sind immens, die sind viel zu groß. Finde ich, ehrlich gesagt. So, Armeename, wir schaffen das. Okay. So. Seid gegrüßt. Kannst jetzt hier ein bisschen Money klauen? Dürfte ich noch meinen Wein austrinken? Zeit erfolgt. Holst du jetzt noch ein paar Paytasten dazu? Ach, Kacke. Wir müssen nächste Runde schon angreifen. Sonst hatten wir nicht genug Verschleiß, weil die werden dagegen ankommen jetzt. Die kriegen aber mindestens plus 2. Warte mal, wieso? Wir schaffen das. Ach! Ja, ja, stimmt, ja. Merke. krieg ich noch Truppen dazu? Weil ich Zufriedenheit droppt. Habt ihr das Zeug dazu? Den holen wir auch dazu. Da wollte nächste Runde dann die Söldner mit reinspielen. Da haben wir eine stärkere Armee. Wie kann ich euch helfen? Weil jetzt verliert ihr nochmal Männer. Dann kriegen wir Thyles. Dann haben wir die ganze Provinz. Für uns. Muhaha. Ich sehne mich nach einem Kampf. So. Beenden wir die Runde. So, wir sind jetzt gerade 19 Zuschauer. Mal sehen, ob wir noch die 30 knacken. Also weit sind wir nicht weg. Wir sind ein starkes Volk, versiert im Gebrauch von Reichtum und Macht. Und wir lieben Gold. Nee, danke. Sorry. Komm her. Wir schieben mal rüber. Wart mal. Imperator Rom ist free to play? Cool. Bis einschließlich 5. April. Auf Steam oder wie? Ja, cool.
Ey, dann werden wir ja wahrscheinlich nochmal Imperators Throne streamen jetzt demnächst. Ja, freut mir. So, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich möchte es gern wissen. 4. Mach mal kurz Quick Save. Ich will sehen, ob er jetzt nochmal verschleißt. Ich will wissen, ob der jetzt weiter verschleißt oder nicht. Wenn er jetzt hier macht. Das will ich jetzt wissen. Und wenn er nicht weiter verschleißt. Wir haben übrigens jetzt 20 Leute gerade. Stimmt nicht, 17. Bei Twitch sind gerade ein paar gegangen. Sorry, Leute. Dann fahre ich jetzt den Angriff. Ansonsten mache ich es nochmal zurück und hätte sowieso schon angegriffen. Ja, und es funktioniert. Ja. Ich lebe, um meinem Volk zu dienen. Was mit dem hier unten passiert, kann er nicht benutzen? Wie kann ich euch helfen, schwache Männer? So. Ja, perfekt. Söldner haben wir. Ich lebe, um meinem Volk zu dienen. Jetzt sind wir voll das Arschloch zwar. Aber. Tyrus ist tot. Haben wir es geschafft. So, niederreißen bitte. Wie ihr verlangt. Wir bauen jetzt auch erstmal noch den Tagebau. Damit wir ein bisschen Geld haben, lassen das sich von alleine reparieren. So, und guck mal, was wir jetzt bauen. Wir bauen die Handwerksspezialisierung, damit wir nachher die Nahrung haben. Dann brauchen wir nicht mehr unseren Spion. Dafür. Wir brauchen immer noch, aber nicht mehr dafür. Jetzt geht es mal hier rüber. So. Dann für den Stamm. Können wir die Runde wohl erstmal beenden? Nee. Wir haben den Erlass, den wir lassen können. Machen wir Palm Apple Kansas erstmal. Und beenden wir die Runde. Salvete Nironko! Bist du neu hier oder bist du schon länger da? Kennst du mich oder kennst du mich nicht? Ist eigentlich die Frage. Wenn nicht, dann sei herzlich willkommen in meinem Stream. So. Thylis will jetzt nach Odessos. So eine kleine Flotte. So eine ganz, ganz kleine Flotte. So, das hat die Rebellion. Makedonien hat auch gleich eine. Ich sehne mich nach einem Kampf. Machen wir jetzt ein bisschen Epirus platt. Ich hoffe, dass der Athen sich das holt. Dann können wir Athen mit einmal snacken. Ist zwar ein bisschen schwieriger, aber machbarer. Dann kriegt man gleich alles. Das wäre cool. Ich lebe, um meinem Volk zu dienen. So. Blut und Eisen. So. Die sind jetzt weg. Das freut mich. Freilassen wollte. Ja, Mark William, die werde ich noch weghauen. Aber jetzt mal schnell hier rüber. Und jetzt gehen wir hier rauf, weil, ja, ich kann es nicht zeigen, aber es gibt noch den Raben als Fähigkeit. Der gibt auch mehr Reichweite. Und als Vorteil wollte ich eigentlich nicht haben. Wir gönnen uns jetzt aber hier mal einen Streiter. Den wir dann nutzen, um gleich
schön Raserei und sowas zu bekommen.